Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gut Günstig Gaming auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine geliebte Community. Ja, es soll nächste Woche wieder heiße Sommertage werden, bis zu 35 Grad soll es wieder werden. Und was passt da einfach mal besser als ein lecker, frischer, stärkender Sommersalat, meine geliebte Community? Ja, was zu Zutaten haben wir uns dafür dieses Mal zugelegt? Wir nehmen hier einfach eine Packung Salatherzen, da sind zwei Stück drin, mega knackig, mega lecker. Eine halbe Gurke, dann nehmen wir hier ungefähr so die Hälfte von denen, das sind so um die, sagen wir mal, 150 Gramm reichen, von diesen kleinen Mini-Tomaten. Ein bisschen Mais nehmen wir hier, ein Ei brauchen wir, eine Zwiebel nehmen wir hier, ein Feta-Käse, 200 Gramm brauchen wir, ein paar Gewürze, Olivenöl, Honig und hier einmal so ein bisschen Essig. Und dann geht das Ganze hier relativ schnell rund und ein bisschen Mehl brauchen wir heute, um einfach wirklich einen leckeren, fruchtigen, ja, Sommersalat zu machen. Kann ich euch einfach wirklich nur wärmstens empfehlen. Gerade wenn es wieder heiß wird, ist nichts besser als ein schöner, frischer Sommersalat. Auch hier ganz kurz einmal abspülen, einmal ganz kurz ein bisschen das Wasser drauf machen, dass ein bisschen auch noch die Erde so ein bisschen abgespült wird. Und dann war es das Ganze hier auch schon mal fürs Salatchen. Dann schneiden wir hier hinten einmal so ein bisschen grob diesen Strung hier ab. Den wollen wir natürlich nicht mitessen. Na, den schneiden wir einfach ab. Na, ihr seht das schon, der Salat fällt schon auseinander, weil ihn natürlich hier dieser Unterboden zusammengehalten hat. Ja, und jetzt können wir das einfach alles ruhig schön in kleinere Stücke schneiden, hier einfach ruhig so unten so Ringe reinschnippeln. Ne, einfach die Salatherzen, ich mag die einfach wirklich. Die schmecken halt einfach, weißt du, die schmecken einfach gut, die sind einfach mega lecker. Ne, die können wir hier ruhig schön grob ruhig schneiden. Man will ja auch ein bisschen was denn haben. So, ne, dann nehmen wir das Ganze hier einmal, machen das Ganze schon mal so ein bisschen in die Schüssel, alles ein bisschen auseinander flattern. Fertig. Ne. So, hier den Strom nochmal weg. So. Das gleiche machen wir auch einmal mit dem zweiten Herzchen hier. Ne, einmal schön schön grob schneiden. Wie gesagt, gerade so in Sommertagen finde ich manchmal auch ganz angenehm, wenn man einfach mal so ein bisschen was isst, was nicht ganz so schwer im Magen liegt und trotzdem aber natürlich nötige Energie einfach liefert und natürlich auch schmeckt. So, ne, dann haben wir hier einmal schön viel rohen Salat drinne. Na, perfekt, hier, das machen wir raus, das Graue, das wollen wir nicht. So, das ist die erste Aufgabe, die wir brauchen. Na, dann fangen wir hier einmal an und schneiden uns einmal hier so ein bisschen erstmal die Gurke in kleine Ringe. Zack. Auch mal noch frische Gurke mit drin. Alles, was der Körper einfach braucht und was der Körper, was dem Körper vor allem gut tut und gerade bei warm. So, einmal noch mal halbieren und dann kommt auch schon mal die Gurke gleich oben mit drauf. Zack, zack. Das geht, wie gesagt, ruckzuck. Na, und wie gesagt, einen leckeren Salat kann man doch nichts ausschlagen. Ne? Gerade wenn es wieder warm wird, ne? Den kann man auch, keine Ahnung, den kann man sich abends auch kurz frisch fertig machen. Na, den Dressing dann halt noch nicht drauf machen, dann macht man sich den Dressing extra und dann kann man halt zum Beispiel den auch mit auf die Arbeit einfach nehmen. Na, oder auch mal unterwegs, wenn man dann draußen ist, irgendwie eine Runde spazieren geht oder irgendwas. Na, dann kann man halt auch einfach mal so einen frischen Salat mitnehmen, na, schnell selbst gemacht. Vor allem der Vorteil ist halt auch beim Salat, na, gerade so, egal ob es jetzt Tomate ist, Gurke ist, jetzt die Salatherzen sind, enthalten viel Wasser, liefern also auch noch gleichzeitig liefern die uns auch noch Flüssigkeit, was halt einfach sehr, sehr gut ist für den Körper. Ja. Und deswegen, ja, ab und an muss es halt auch einfach mal ein leckerer Salat sein. So, und dann einfach zack, zack, gleich drauf in den Salat mit rein hier. Zack. Wie gesagt, alles, was gut schmeckt und gesund ist und uns einfach Energie liefert,
nehmen wir hier gleich mit und machen das Ganze hier relativ flott fertig. Ja, das, ihr seht, das geht ruckzuck und vor allem schmeckt auch einfach. Oh, Leute, was haben wir jetzt genau welche genommen? Gourmet-Tomaten sogar. Oh, einfach lecker, ey. Mal probieren, ja. Ja, Leute, die ist fruchtig. Nom, nom. Ja, die ist fruchtig. Oder was hast du? Die ist fruchtig. Fruchtig, schön kühl. Na, ganz einfach so ein bisschen was reinschnippeln. Und nebenbei habt ihr halt immer noch mal was zum Naschen. Ha? Einfach lecker. So. Na? Ist nicht anstrengend. Die Arbeit, ne, geht alles schön locker von der Hand. Und beim Salat, man kann natürlich, ihr könnt auch natürlich bei dem Salat hier noch ein bisschen variieren. Ne? Aber die Zutaten, die ich hier so reinmache, ne, die finde ich für so einen guten, fruchtigen Sommersalat, sind die gut abgestimmt auf jeden Fall, ne, um gerade einfach ja die nötige Energie zu liefern, den Wasserhaushalt ein bisschen aufzufüllen und natürlich auch einfach Eiweiß durch den Käse, dann noch. So, ne, jetzt nehmen wir mal so 3 Stück raus. Ne, 1, 2 und 3. Einfach reinschmeißen nochmal. So. Ja, haben wir die Tomaten drin. Was soll man so einprobieren? Ja, die sind ganz lecker. Ne? So. Dann kommt Mais. Nur nicht ganz, nicht so viel. Ja, einmal kurz abgießen. So, da machen wir jetzt ungefähr so. So ein bisschen was ruhig drauf, so knapp, so ein bisschen knapp die halbe Dose rein. Na, dann ist das ungefähr, ja, das kommt hin. So, dann geht das Ganze weiter. Wir nehmen uns die Zwiebel hier schon mal vor. Einmal wieder schön festhalten. Einmal auch hier wieder klein machen, so wie ich es immer mache. Die Schale einfach abziehen. So. Heute geht das mal, wie gesagt, ne, wir haben immer mal wieder vieles gehabt. Wir hatten in der letzten Zeit ja mal immer mal ein paar Süßspeisen gehabt, was Süßes gehabt, was Herzhaftes gehabt. Ne? Und so haben wir halt einfach auch mal für die Leute, wie gesagt, ich selber liebe einfach auch selbst einfach selber frische Salate. Na, und das ist halt einfach auch gar nicht so schlimm. Ne? So, einmal hier halbieren, einmal so halbieren. Na, jetzt kommt wieder mein neues Werkzeug zum Einsatz, damit ihr... Lieber Matthias, ich weiß, du bist natürlich bestimmt auch wieder dabei und auch viele andere. Ne, jetzt sind die Zwiebeln, werden die ganz klein gemacht. Einmal schütteln und dann braucht man hier nichts an. Fertig, so, ne, dann sind die, ein bisschen können die noch. Na, ist das Messer noch richtig drin? Das sind so, na doch. Ja, dann schüttelt man noch einmal. Na. Oh, das Messer. Wow. Ja, da seht ihr, das Messer saß nämlich gerade nicht richtig in der Verfassung. In der Fassung drin. So. Jetzt das Messer nochmal richtig in die Fassung drücken. Ja. So, einmal ziehen, nochmal so. Noch einmal schütteln, einmal ziehen. Ja, dann ist im Normalfall, ne, seht ihr, die Zwiebeln auch. In schön kleine Stücke. Auch eine ganze Zwiebel. Gleich mit drauf. Oh, Wein tut man trotzdem, aber die sind hier einfach in schön kleine Stücke geschnitten. Ah, so. Oh, ich bin so kräftig am Heulen, Leute. So, nehmen wir mal hier schon mal einmal eine Gabel und hier einmal den Wender so ein bisschen. Ja. So, ne, jetzt könnt ihr einmal ruhig schon mal so ein bisschen alles ein bisschen durchmengen. Ruhig schon mal so ein bisschen. Auch ohne Dressing ruhig einmal alles ein bisschen vermengen. Ups, nicht rausschmeißen. Ne, habt ihr, wie ihr seht, habt ihr wirklich aus, habt ihr eine riesen Portion. Ne?
So. Haben wir schon. Auch erledigt. So, jetzt geht das Ganze natürlich auch weiter. Wir haben ja noch ein paar Sachen nämlich über. Wir haben einmal noch unseren Feta-Käse und natürlich auch das Ei und das Mehl so ein bisschen, was wir auch noch benötigen. Auch hier natürlich den Feta-Käse einmal hier anschneiden und einmal die Salzlage ein bisschen durch austropfen lassen. So. Und dann können wir den hier auch schön vorsichtig, dass wir ihn nicht kaputt schneiden. Schon gleich am Anfang, sonst ist der Käse einfach futsch. Der Kampf mit der Verpackung. So, ne, schön vorsichtig. Holen wir uns jetzt hier den Käse raus. Ihr seht schon, er ist ein bisschen instabil. Der bricht so leicht, aber alles gut. So. Ja, da sind wir jetzt ganz schön vorsichtig, schneiden erst einmal so ungefähr so ruhig, so Streifen. So. Ja, dann kann man das einmal so drehen, einmal so zusammenhalten und machen daraus ein paar Würfel. So. Jetzt gehen wir weiter. Nehmen wir unser Ei hier. Einmal aufschlagen. Einmal hier in so eine Schüssel. Einmal auf. Und alles rein. So, Ei ist verrührt, Mehl haben wir auch da. Dann nehmen wir das Brettchen hier einmal rüber. Genau, dann nehmen wir unseren Teller gleich noch, da packen wir unsere Semmelbrösel drauf ein paar. Ja, ein bisschen geht noch. So, einmal unsere Bröselchen, dann haben wir alles soweit fertig. Ja, jetzt geht es erstmal ins Eingemachte. Wir nehmen den Käse, so wie er ist, rollen den ganz kurz ein bisschen im Mehl ein, ins Ei ein. Und dann einmal so ein bisschen grob, ruhig in die Semmelbrösel, rollen wir den Ganzen jetzt ein. Na, mehr ist es nicht, einmal den nassen Feta ins Mehl, ins Ei und in die Semmelbrösel. Und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir mit dem Feta soweit durch sind, meine geliebte Community. Ja, da sind wir wieder. Jetzt seht ihr schon einmal der Feta, schon komplett fertig. Ne? So, jetzt nehmen wir einen Schuss Olivenöl, machen das einmal in die Pfanne. Machen die Pfanne richtig schön einmal heiß, lassen das Öl hier einmal ganz kurz ein bisschen verlaufen. Währenddessen können wir uns nämlich schon mal jetzt, während das Öl heiß werden muss in der Pfanne, und um unseren Dressing sorgen. So, dann nehmen wir auch wieder Olivenöl. Dann nehme ich, machen wir mal rein. 6 Löffel Olivenöl. 2. 3. 4. 5. 6 Löffel Olivenöl. Mache ich immer so mit rein. So, dann nehmen wir zum Verdünnen. Noch ein ganz kleines bisschen so. 2 Esslöffel, 3. So, 3 Esslöffel Wasser mit rein, ne, damit das Ganze ein bisschen verdünnt ist. So, dann haben wir hier einmal ein bisschen Essig. Da machen wir so einen halben Löffel von ungefähr rein, nicht viel. Ne, so ungefähr so einen halben Löffel Essig. Gleich wieder zu. So, dann nehmen wir hier noch ein ganz kleines bisschen Honig, so auch so nach ungefähr so fast einen knappen Löffel. Ja, komm, so, ja, ungefähr so, wie ihr jetzt seht. Und einmal zu, auch den machen wir mit rein. So, ja, dann natürlich auch die Gewürze.
bisschen Pfeffer, eine kleine Prise Salz, so ein bisschen Oregano mit rein. Und ein kleines bisschen mit noch Basilikum. Na, dann können wir hier einfach die Gabel oder so kurz nehmen und das Ganze einmal ein bisschen verrühren, damit der Dressing dann auch schön vermischt ist. Fertig, ne? Ganz wenig, nicht zu viel Dressing. Hauptsache ein bisschen verrührt. Ja, dann können wir uns jetzt auch an unseren Feta-Käse machen. Ja. Schön vorsichtig reinkullern lassen. Ja. In die Pfanne. Ups. So. Und den braten wir jetzt schön von allen Seiten einmal so ein bisschen an. Und dann ist der leckere Feta-Käse hier auch fertig. Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, dass die Panade ein bisschen dran bleibt. Ja, das kann aber passieren, dass sie sich ein bisschen löst. Ja, aber im Normalfall einfach jetzt den Feta-Käse schön in dem Olivenöl schön braten. Ja, einmal, wie ihr jetzt hier seht, einfach mal so kurz, ja, ordentlich. Das ist jetzt so das Einzige, wo man noch sagen kann, okay, ne, da habt ihr jetzt ein bisschen Arbeit, ne, dass ihr den halt einmal schön mal so ein bisschen kurz wenden müsst. So, dann können wir die Hitze auch ein kleines Stückchen runterstellen. Ne, es geht nur darum, dass sich die Pfanne einmal ganz kurz erhitzt hat. Ne, und jetzt drehen wir einmal schön vorsichtig, wie ihr schon seht, das wird schon richtig schön knusprig, seht ihr. Ne, dann machen wir jetzt einmal schön vorsichtig, ne, auch langsam, dass nicht kaputt geht. Ne. Dort drehen wir jetzt einmal alle Feta-Stückchen langsam um, ne, dass auch die Panade noch im Dranne bleibt. Ne, das ist einfach so der Hauptgrund. Ne. So, auch hier einmal alles schön so ein bisschen drehen. Manchmal löst sich ein bisschen die Panade, ist aber auch nicht schlimm. Ne. Auch hier schön alles schon mal drehen, ruhig so ein bisschen. Ne. Oh. Hier auch mal gucken. Ja, auch hier einmal wieder schön drehen, so dass es von allen Seiten so schön anbraten kann. Auf jeden Fall wieder der Dressing. Ich nehme immer nicht so viel, weil ich es halt auch nicht mag, wenn man so, keine Ahnung, 1 Liter Öl, 1 Liter Essig drin hat. Ne? Es soll einfach nur dezent einfach nochmal so ein bisschen Geschmack durch Öl und Essig haben, aber halt auch nicht übertrieben. Ne? Das ist mir halt immer wichtig. Man kennt es ja auch so, wenn man, keine Ahnung, manche Leute oder auch wenn man jetzt zum Beispiel beim Lieferservice bestellt, hat man manchmal so ein Päckchen für einen so einen Teller, wo man denkt, so, keine Ahnung, da sind 100 Milliliter oder 200 Milliliter Dressing drin. Ja, was soll ich damit anfangen? So, soll ich das für einen Dienst verwenden? Nee, möchte ich nicht. Ja, jetzt wenden wir die noch einmal auf die andere Seite so ein bisschen, noch einmal ganz kurz drehen. Und dann ist das Ganze hier auch schon fertig. Ihr merkt so, der wird schön weich. Ja, das ist der Grund. Schmeckt wirklich einfach lecker, wenn der schön weich in so einer Panade ist, Leute. Ja. Ja, guck mal, der ist schon fast durch überall. Ne? Alles ist jetzt schon schön bräunlich, so wie es sein soll. Hier wird schon langsam schwarz. Ja, jetzt wird es schön dunkel. So, na, jetzt können wir den Herd ausschalten. Ja, der Käse ist schon gelaufen. Na, den machen wir jetzt so, wie er ist. Einmal schön da rein. Na, die heiße Pfanne natürlich immer schön aufpassen. Na, auch hier natürlich den alles nicht auf die heiße Herdplatte oder so kommen lassen. Na, jetzt seht ihr schon mal hier, ne, da ist dann der Feta schon mal schön mit drauf. Einfach schön locker, wird sich auch ein bisschen lösen. Auf jeden Fall. So. Jetzt schön vorsichtig noch einmal so ein bisschen vermengen, na, dass auch jeder so, dass der Käse noch so ein bisschen nach unten kommt, ganz vorsichtig. Na, nicht zu dolle, so dass wir nicht an die ganze Panade gleich zerquetschen. Na, einfach schön vorsichtig. Na. So, einmal so ein bisschen untergehoben. So, jetzt nehmen wir nochmal den Dressing, na, und gießen den, verteilen den schön
überall einmal so drauf, dass der schön durchlaufen kann. Und dann verrühren wir das Ganze noch einmal. Ne, und schmeckt einfach super, super lecker. Und ist auch nicht, wie gesagt, zu viel Dressing, ne, sondern eine gute Portion. Man kann auch mehr nehmen, wie gesagt, wenn ihr mehr mögt, dürft ihr natürlich auch mehr nehmen. Wenn ihr sagt, ach komm, ich nehme dann lieber 10 Löffel und einen zweiten Löffel, so, weil ich mag es vielleicht doch mit mehr Dressing. Ne? Jeder hat da so seinen Geschmack. Ja, ich kann euch sagen, so die Menge eigentlich, die ich hier verwende, ne, die reicht, um dem Salat einfach nochmal eine gute Würzung mit dem Dressing zu geben. Vor allem, wenn man das hier noch einmal alles schön verrührt. Ne? Weil wie gesagt, wir wollen ja einfach vorsichtig so, ne, ganz langsam nochmal so ein bisschen. So, dann nehmen wir uns einfach einen schönen Teller. Ne? Wie gesagt, man sieht, der Käse ist ein bisschen zerlaufen, macht auch gar nichts. Ne? Gibt den halt trotzdem immer noch ein sehr, sehr leckeres Aroma, auch wenn der so ein bisschen auseinandergefallen ist. Am besten schmeckt es natürlich jetzt direkt frisch, ne? Wenn der Käse gerade frisch zerlaufen ist noch und schön noch die Hitze hat vom Backen. Oder vom so, ne? Dann nehmt ihr ruhig eine schöne, fette Portion, wie gesagt, vom Salat. Ihr wisst, man kann nicht genug, gesunde Ernährung ist immer wichtig. So, da habt ihr einen richtig schön fetten Teller, ne, und der kostet euch fast gar nichts gefühlt. So, ja, dann könnt ihr das zur Seite stellen. Könnt ihr natürlich auch auf jeden Fall, wenn ihr es ja nicht mehr essen wollt, auf alle Fälle in den Kühlschrank packen. Das ist natürlich klar. Und den könnt ihr auch mit auf die Arbeit nehmen. Den könnt ihr einmal so zum Grillen, wird ihr jetzt auch wieder kommen. Könnt ihr den einfach mit hinnehmen. Lecker. Hier noch ein bisschen vom Feta. Ja. Einfach ein bisschen Feta noch mitnehmen. Lecker. Oh. Ja. Sehr, sehr. Schmeckt einfach wieder super gut. Auf jeden Fall wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, wenn es einen kleinen Sommersalat kommt, ich euch auch mal wieder eine frische Alternative zeigen. Einfach zu dem sonst fettigeren Essen. Ne, hier wie gesagt, könnt ihr zum Grillen mitnehmen. Das könnt ihr einfach mal so zwischendurch machen, um einfach nochmal so ein bisschen gesunder zu leben. Auf jeden Fall, wenn das heutige gutgünstig Gaming Video euch natürlich wieder gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch mein leckerer Sommersalat mit frischen gebratenem Feta gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, wenn ihr es nachmachen möchtet. Sehr, sehr gerne. Lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter und vielen, vielen lieben Dank auch an euch alle für euren Support hier auf meinem Kanal und natürlich erst recht bei dem Format gutgünstig Gaming. Also viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Bleibt gesund und munter. Ich bin raus. Euer Brocken.